VV06TV wird Ihnen präsentiert vom Wasserparadies Hildesheim. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom VV06TV. Heute mit dem Ältesten des Kaders und Keeper Simon Blaus. Simon, sechs Spiele sind rum. Was ist dein Eindruck, dein Fazit von den ersten sechs Spielen? 10 Punkte. Kann man gut mit leben. Man könnte natürlich den einen oder anderen Punkt mehr haben, wenn man sieht, wie wir die 3 Spiele, die wir nicht gewonnen haben, verloren haben bzw. unentschieden gespielt haben. Beste Beispiel in Oldenburg, die 1-0-Niederlage, dann 93. Tut nicht unbedingt Not. Oder 2-2 gegen Drochtersen zu Hause. Aber gut, ich denke, unterm Strich können wir damit leben und lässt sich darauf aufbauen. 3 Siege habt ihr jetzt bereits eingefahren, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen. Ihr seid letzte Saison nicht so gut gestartet, die Jahre davor eigentlich auch nie so richtig toll. Ist das jetzt etwas, wo man mit aufbauen kann mit diesen 10 Punkten und Platz 5 aktuell? Ja, sagte ich ja gerade, dass wir darauf aufbauen können. Ich weiß nicht, wie wir letztes Jahr gestartet sind, weil da war ich ja mal eine Zeit lang nicht hier. Ich weiß nur, dass wir im Winter nach 18 Spielen 13 Punkte hatten und letzter waren. Das ist jetzt knapp 8 Monate her und in diesen 8 Monaten hat sich einiges getan, was man jetzt sieht anhand des guten Starts aus 6 Spielen, 10 Punkten. Und ich denke, es ist noch einiges möglich, was zum Schluss, das werden wir dann sehen in 24 Spieltagen. Jetzt hat man aus den vergangenen 6 Partien 3x0 gespielt, insgesamt 5 Gegentreffer kassiert, steht damit auf Platz 3 bei den besten Abwehrmannschaften. Ist das ein Verdienst der ganzen Mannschaft oder möchtest du irgendwelche Spieler besonders hervorheben? Nee, also prinzipiell ist das natürlich ein Verdienst der ganzen Mannschaft, weil wir einfach gelernt haben, dass die Ersten ganz vorne schon verteidigen. Na klar, ist das nicht immer möglich und ich denke auch, dass die Viererkette sich jetzt gefunden hat. Zimmo und Soto, die Abstimmung, die Absprachen, die stimmen immer mehr. Es war natürlich nicht einfach, wir haben ja auch noch nie zusammengespielt. Aber im Ganzen ist natürlich immer die ganze Mannschaft der Faktor, warum wir so wenig Gegentore erst haben. Damals auch, du hattest von den beiden unglücklichen Niederlagen angesprochen. Ich glaube, da kann man die freien Turner aus Braunschweig auch noch zuzählen, gegen die man ja auch eher unglücklich verloren hat. Die stehen jetzt ganz oben. Was zeichnet oder was macht momentan noch den Unterschied zu solchen Mannschaften aus? Puh, das ist schwer zu sagen. Also in dem Spiel, wo wir gegen die gespielt haben, war es ganz klar die Chancenauswertung, die wir vermissen haben lassen in dem Spiel. Freie Turner hat auch 2 Chancen, 2 Tore gemacht, beziehungsweise ich glaube, das 2. Tor war eigentlich gar keine Chance, war halt so eine abgefälschte Gurke. Aber man muss sagen, dass deren Leistung ja scheinbar gut genug sind, um Erster zu sein. Die gewinnen in Egesdorf, stehen im NFV-Pokal-Halbfinale. Sprich, denke ich, ist die Mannschaft nicht so schlecht. Auch wenn ich sie hier in der 2. Halbzeit als einer schlechtesten Mannschaften eigentlich gesehen habe, gegen die wir bislang gespielt haben. 2. Halbzeit wohlgemerkt. Man muss sehen. Ich denke nicht, dass sie sich wirklich bis zum Ende der Saison ganz oben halten werden. Aber ja, wird man sehen. Du bist einer der erfahrensten Spieler, du spielst jetzt auch deine 4. Saison mittlerweile hier, nachdem du kurz ein halbes Jahr weg bist, stehst zusammen mit Björn Zimmermann im Mannschaftsrat. Wie ist dein Eindruck der Mannschaft, wie hat sich die Mannschaft in den letzten Jahren entwickelt? Zunächst einmal ist es meine 5. Saison hier, na, ganz kurz, nicht die 4. Und ja, es ist richtig, ich bin mit Zimbo zusammen im Mannschaftsrat und mit Janne als Captain. Und ja, es macht Spaß, man merkt, die Jungs wollen. Wir haben einen etwas kleineren Kader als in den letzten Jahren. Da hatten wir mal so 4, 5, 26. Jetzt sind wir so bei 21, inklusive 3 Torhütern. Und da merkt man schon, dass es immer heiß hergeht. Egal in welcher Trainingseinheit, egal ob du gewonnen oder verloren hast am Wochenende, es ist immer Feuer drin, weil man auch einfach jetzt so 18 Spieler hat, die sich kaum was nehmen. Also man kann von der Bank jetzt Leute bringen und man hat keinen Qualitätsverlust. Wie jetzt zum Beispiel am Wochenende, Christoph Lange war gesperrt und Kine hat für ihn auf 6 gespielt und hat das in meinen Augen überragend gemacht. Sprich, dieser kleinere, aber qualitativ höhere Kader macht Spaß. Kommen wir zum Spiel jetzt nächste Woche. Ihr spielt jetzt am 14. In Jedelo. Jedelo hat am vergangenen Wochenende noch einen Stürmer verpflichtet. Wie denkst du, wird die Partie in Jedelo aussehen? Ja, ich glaube, das wird das schwerste Spiel der bislang kurzen Saison,
weil wir auch, ich kann mich erinnern, in der Rückserie in der letzten Saison in Jedelo 3-0 verloren haben. Das eigentlich das einzige Spiel unter Stoffi, wo wir wirklich verdient verloren haben. Havelse-Pokal nehme ich jetzt mal außen vor. Und du sprichst es an, sie haben noch mit Julian Lüttmann einen ganz guten Stürmer verpflichtet, der auch gleich im ersten Spiel 3 Buden gemacht hat. Also ich glaube, das wird ein richtig geiles Spiel für die Zuschauer, weil ich glaube, das wird hin und her gehen. Ich glaube, viele Tore werden fallen und hoffe, dass zum Schluss mehr fallen auf unserer Seite. Alles klar, dann bedanke ich mich. Danke dir. Thank you.